willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute laber ich nicht lang rum. Heute machen wir mal ein Tutorial zu Switch-Ups, beziehungsweise den ersten Switch-Up, den ich so gelernt habe. Switch-Up bezeichnet eigentlich immer einen Grind, der gewechselt wird, wobei es da auch nochmal Unterschiede gibt. Ein Switch-Up ist eigentlich von der Historie her ein Grind, wo das Gleichgewicht verlagert wird. Also ihr macht einen Grind und müsst euer Gleichgewicht während des Grindens auf einen anderen Grind verlagern und springt sozusagen den Grind um. Also ihr switcht den Grind. Es gibt da noch sowas wie Budget Switch-Ups. Das sind immer Switch-Ups, bei denen ihr im Endeffekt keine große Gewichtsverlagerung braucht. Zum Beispiel ein Soul to Shifty oder Soul to Royal oder Royal to Soul, weil da braucht ihr theoretisch immer nur ein Bein umstellen und müsst nicht wirklich eure Körperposition verändern. Also heute geht es mal wirklich um den traditionellen richtigen Switch-Up. Und wie der Name schon sagt, setzt es meistens voraus, dass man in der Lage ist, entweder seine Grinds Switch zu machen oder man ist halt so gelenkig und hat so eine Rotationsfähigkeit, dass man sich viel drehen kann während des Grindens. Ne? Aber wir machen heute mal so einen ganz klassischen Switch-Up. In meinem Fall habe ich damit auch angefangen, das wäre der Switch Soul Grind to Alley-Oop Soul. Ne? Und da gibt es so ein paar Voraussetzungen, natürlich, ich blende es ein. Müsst ihr in der Lage sein, euren Soul Grind Switch durchzuziehen, also auch sicher durchzuziehen. Ihr braucht natürlich einen normalen Soul Grind, sicher, ganz klar. Und was definitiv noch mit in der Trickkiste sein muss, ist der Alley-Oop Soul. Also ihr fahrt vorwärts an, dreht euch zum Hindernis hin und rutscht den Soul Grind rückwärts. Hilfreich ist auch noch ein Zero Soul, wenn man den kann. Zero Soul ist halt rückwärts ans Hindernis ranfahren und den Soul Grind rückwärts rutschen. Und dabei auch eben halten. Das sind die Voraussetzungen für diesen Trick. Ja, und ich würde sagen, ich stelle euch hin, probiere das so ein bisschen und vielleicht kriegen wir einen coolen Kasten und dann sind wir damit auch durch. Ne? Also bis gleich. So, was ich jetzt mache ist, ich baue den Switch-Up auf, das heißt, ich fahre an und alles, an was ich denke, ist der erste Grind. Also in meinem Fall jetzt der Switch Soul. Ich denke jetzt wirklich nur an den Switch Soul. Und erst wenn ich den Switch Soul sicher einlogge und da auch sicher stehe, sprich meine Mitte gefunden habe oder Balance im Grind gefunden habe, erst dann überlege ich mir, in den anderen Grind zu springen bzw. den Switch-Up dann zu machen. Also steht erst sicher in dem Grind, bevor ihr versucht, in den anderen Grind zu wechseln. Das will ich damit sagen. So ihr Lieben, Turbo-Runde, ne? Zum Switch-Up, Switch-Soul to Alley-Oop-Soul. Ja, bin ich ganz zufrieden nach der Winterpause. Ja, sind die Beine halt noch ein bisschen lasch. Aber ich komme langsam wieder rein und ich bin froh, dass ich sie getroffen habe und mich nicht ernsthaft verletzt habe. Der Alley-Oop-Soul, gut, den hätte man durchziehen können. Gell? Ja, sah ein bisschen unspektakulär aus wahrscheinlich, aber werden wir dann alles sehen. Also Switch-Ups, gell? Wenn ihr euch an Switch-Ups dran wagt, bitte, 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 bevor ihr einen Switch-Up im Live versucht oder live probieren wollt, beherrscht erstmal die Grinds, die ihr überhaupt in den Switch-Up einbauen wollt. Ne? Also so wie ich es auch gezeigt habe, erst normaler Soul, dann einen Switch-Soul, dann einen Zero-Soul, dann einen Alley-Oop-Soul und dann macht ihr einen Switch-Soul zu Alley-Oop-Soul. Und achtet immer auf eure Körperposition, auch bei Switch-Ups sehr wichtig. Bei Switch-Ups geht man noch nicht so tief in die Knie. Da ist der Oberkörper eher ein bisschen aufrecht, weil man so besser die Knie anheben kann, um eben den Switch-Up durchzuführen. Es gibt halt ganz viele Varianten, ne? Zum Beispiel Switch Misu to Top Soul mache ich sehr gerne. Oder einen Pornstar zu einem Backside-Fahrvergnügen oder einen Acid zu einem Royal oder einen Top Acid zu einem Back Royal, alles solche Sachen. Da könnt ihr euch ausprobieren. Und der Schlüssel zu ordentlichen Switch-Ups ist halt wirklich beide Seiten zu trainieren. Ne? Wenn ihr alle Basis-Grinds Switch beherrscht, also auf beiden Seiten, dann fallen euch auch die Switch-Ups leichter. Deswegen sage ich immer, trainiert beide Seiten. Ne? Ist mega cool. Okay, ich bin sehr, sehr happy, dass das heute noch geklappt hat. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, wie immer, gell? Und wir sehen uns. Tschüss, ciao. Oh.